Herzlich willkommen zur Andacht der Kirchgemeinden Dresden-Ost und Gründer-Seidnitz. Ich, Pfarrer Markus Beulich, grüße Sie ganz herzlich hier aus der Christophoruskirche in Laubegast. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Dieses Lied, was wir dann am Ende hören werden, das schrieb der Liedermacher Eugen Eckert 1981. Er ist Musiker, arbeitete als Pfarrer und Seelsorger in der Fußballarena in Frankfurt am Main oder auch unter Studenten. Einer mit Lebens- und mit Berufserfahrung. Mit Menschen, die am Existenzminimum leben, mit Gruppen, die gesellschaftlich ausgegrenzt sind. Einer, der an seinen Texten und Liedern vom Leben erzählt, von seinen Erfahrungen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Da stoße ich an meine Grenzen, so erlebe ich es manchmal. Die Grenzen des Verstehens. Die Grenzen meines Könnens, meiner Toleranz, meiner Geduld. Da komme ich an die Grenze dessen, was ich ertragen kann. Das ist tatsächlich ganz hart an der Grenze. Es gibt auch Grenzen des Möglichen, Grenzen des Machbaren. Meine eigenen Kräfte sind begrenzt und irgendwie stoße ich auch an die Grenzen meines Lebens. Zugleich werden Grenzen überschritten, solche, die kaum wahrnehmbar sind, Schallgrenzen, Schamgrenzen, Grenzen der Belastbarkeit von Mensch und Natur, Grenzen von Raum und Zeit, Grenzen des Wachstums. Das Lied sagt ganz direkt und ohne Umschweife: Wir haben Grenzen, uns plagt Ohnmacht, uns ist Zutrauen verloren gegangen. Da bleibt meine Sichtweise kurz, beschränkt auf meinen Alltag, auf meine Arbeit, auf meine Verstrickungen, auf meine Sorgen. So erinnert Text und Melodie eher an ein Klagegebet. Die Tonreihe führt zunächst von oben nach unten, dort, wo Not und Klage am tiefsten sind. Danach steigt die Melodie wieder an und endet in der Höhe wie ein Ruf nach Gottes Erbarmen. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Weite. So, ja, so bitte ich Gott. Ich möchte nicht festgelegt bleiben auf das, was schon immer gedacht wurde, was schon immer getan wurde, was schon immer gesagt wurde. Das Bewährte, das Gemütliche, das immer Gleiche. Ich möchte mich öffnen können für neue Menschen, für neue Erfahrungen. Gestaltungsspielräume nennt Eugen Eckert, der Verfasser des Liedes, das. Er möchte immer wieder von Gottes Botschaft erzählen, die Leben gibt und Weite. Wandle sie in Weite. Manchmal, da höre ich Worte wie ein Ruf derer, die auf Grenzen stoßen. In unseren Herzen, in unseren Köpfen, in unserer Sorge vor Überfremdung und Unbekannten. Flüchtlinge machen sich auf den Weg in ein besseres Leben. Ohne Sicherheit, ohne Garantie, ohne Zukunft. Waghalsig und ohnmächtig, gebeugt, gelähmt, so stranden sie an den Grenzen Europas. Sie kommen nicht an. Ihr Wunsch nach Sicherheit, nach Frieden und Freiheit, dem sind Grenzen gesetzt. Und auch ich fühle Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts der Bilder und Szenen auf dem Meer. Meine ganze Ohnmacht, das, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich, Gott. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Ja, mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit, die bringe ich vor dich, Gott. Wandle sie in Wärme. Herr,
erbarme dich. Grenzen, Ohnmacht, Angst, die machen sehnsüchtig. Sehnsüchtig nach einem, der meine Ängste nimmt, mich in meiner Begrenztheit annimmt. Bei aller Ohnmacht, die dort seinen Platz hat. Jesus Christus ist so einer, ein Grenzgänger. Er hat die Grenze zwischen den Menschen aufgehoben, zwischen Frauen und Männern, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Nachbarn und Fremden. Ist selbst die Grenze von Tod überschritten. Als Grenzüberwinder zwischen den Zeiten, zwischen Himmel und Erde. Ja, meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Der Refrain des Liedes ruft uns zu, aus der Erfahrung des Leids. Da erwächst der Wunsch nach Weite, nach Stärke, nach Wärme, nach Heimat. Es geht nicht darum, Grenzen zu verschieben, sondern ihnen den trennenden Charakter für die Menschen zu nehmen. So hat es Richard von Weizsäcker einmal gesagt. Dazu braucht es den Mut, bis an die Grenze, ja sogar darüber hinaus zu blicken, weiterzugehen. In unseren Köpfen und Herzen. So wie jetzt in der zu Ende gegangenen Urlaub- und Ferienzeit. Wenn wir längst innerhalb Europas entgrenzt von einem Land zum anderen fahren können, dann lassen wir Vertrautes hinter uns, erkunden andere Länder, andere Orte, andere Landschaften, entdecken neue Eindrücke und manchmal auch neue Einsichten. Vielleicht erleben wir uns selber da auch mal ganz anders, entspannter, gelöster, jenseits der Grenzen des Alltages. Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. So singt es Reinhard May in seinem bekannten Lied. Eine Sehnsucht auf ein Leben jenseits der Grenzen, der Weite des Himmels, in grenzenloser Freiheit, da verlieren sich Sorgen und Ängste. Die werden plötzlich nichtig und klein. So träumt es der Sänger sich herbei. Und ich höre darin auch den Ruf nach der Weite. Nach der Weite, in der die Freiheit grenzenlos ist. Meine enge Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Wahrheit, Herr, erbarme dich. Grenzenlose Freiheit ist kein Wunschtraum mehr. Es grenzt für mich immer noch ein Wunder, wie die Grenze zwischen Ost und West sich friedlich öffnete. Und wer heute durch Berlin schlendert, stößt manchmal auf eine ganz schmale Linie. Durch Grünflächen oder durch Pflaster hindurch, dort war mal die Grenze. Hier verlief die Mauer zwischen Ost und West. Längst ist die Stadt als Ganzes wieder zu erleben. Für mich ein ganz starkes Zeichen. So können auch wir Grenzüberwinder sein. Klar, nicht immer gleich zwischen Völkern und Staaten. Aber wir können unsere eigenen Grenzen überwinden, den Blick heben, unser Herz öffnen für andere Menschen, für die Geflüchteten, für neue Aufgaben, manchmal auch eben für eine ganz andere Sicht aufs Leben. Möge Gott uns das schenken. Und dieser Gott will sie segnen, auch in dieser Woche. So segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.